herzliches Willkommen zum Shortcut in Sachen Liebe für die Woche KW 10 vom 7. bis zum 13. März 2022. Ja, schauen wir uns mal an, was wir so astrologisch erwarten können. Wir haben seit Sonntag, dem 6., nämlich auch Mars und Venus im Wassermann. Da geht es um das große Ganze. Es geht um persönliche Freiheit und auch Freiheit natürlich innerhalb von Beziehungen. Wir haben am Montag Sonne und Mond im Sextil, Sonne in den Fischen, Mond im Stier. Das macht so ein bisschen vereinnahmend in Beziehungen. Dann haben wir von Dienstag, dem 8. bis Donnerstag, den 10., haben wir den Mond in den Zwillingen, weiterhin natürlich die Sonne in den Fischen. Und am Donnerstag haben wir auch noch Quadrat zwischen Sonne und Mond. Das heißt, am Donnerstag könnte es krachen, ja. Zumal wir haben auch Merkur in den Fischen. Es wird sehr gefühlvoll, sehr sensitiv und damit auch hochempfindsam. Also da muss man am Donnerstag vor allen Dingen aufpassen. Der Mond in den Zwillingen an den 3 Tagen von Dienstag bis Donnerstag kann dafür sorgen, dass es rappelt im Karton, dass man eben vielleicht auch zu sehr den Freiheitsgedanken verfolgt, könnte passieren. Und dann haben wir von Freitag bis Samstag Mond im Krebs, sehr gefühlvoll, sehr sensitiv, aber eben auch ein Stück weit sehr empfindlich. Schau mal, was wir noch haben. Wir haben noch bis zum 13. Venus und Mars in Verbindung. Ja, das ist schön, aber eben es geht im Wassermann um Freiheit. Wir haben dann am 13. auch Sonne und Neptun. Da ist es ein bisschen, ja, man stellt sich so vieles vor und man schwebt oder schwelgt in tollen Gedanken. Jedoch sind die mit der Realität nicht immer vereinbar. Da muss man ein Stück weit aufpassen. Man kann natürlich tolle Ideen haben und auch tolle Inspiration gewinnen am 13. Wir haben auch Sonne, Sextil, Mond. Der ist am 13. auch im Löwen, der Mond. Und Sonne, Verbindung, Neptun. Aber man schwelgt so ein bisschen in höheren Sphären und verliert bisweilen oder kann bisweilen die Bodenhaftung verlieren. Und in Beziehungen ist das natürlich schwierig. Man kann von großer Leidenschaft hin zu großem Drama erleben. Also bitte seid da vorsichtig, vor allen Dingen an dem 13. Ja, schauen wir uns das jetzt mal eher für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Herzliches Willkommen, lieber Skorpion. Wir sind in der KW 10 vom 7. bis 13. März im Shortcut für die Liebe in dieser Woche. Was haben wir allgemein für den Skorpion in Sachen Beziehungen oder Partnerschaft? Was ist die Energie? Allgemein natürlich, ne? Du entscheidest, was davon du für dich anwendest. Die Energie ist die Sonne. Großartig. Gute Stimmung, Optimismus, Strahlkraft. Sonne ist ja auch in den Fischen. Was ist das Thema für dich und dein Gegenüber? Deine Energie, die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche aus? Und was ist der Zusatzhinweis für diese Woche? Schauen wir uns an. Also Sonne finde ich schon mal sehr, sehr gut. Wir beginnen natürlich mit dem Thema für den Skorpion in dieser Woche. Es ist die 8 der Münzen. Auch du sollst an Beziehungen, an den Dingen arbeiten. Also das ist zumindest das Thema. Deine Energie ist die 9 der Stäbe. Du bemühst dich, aber die 9 der Stäbe bedeutet ja auch, dass du dich ein Stück weit verausgabst. Das solltest du nicht tun. Also dranbleiben, klar, aber nicht, dass du über die Maßen dich dafür einsetzt. Wir schauen mal. Hier haben wir den Knabe der Schwerter. Nee, Knabe oder Ritter? Ritter der Schwerter. Schnelle Energie. Ja, da ist ein bisschen voreiliges Handeln drin. Ja, ein bisschen vorschnell, unüberlegt. Ja, und das macht das Zusammenarbeiten natürlich schwieriger. Der eine bemüht sich ohne Ende und der andere macht irgendwas ohne zu überlegen. Schwierig. Schauen wir mal weiter. Acht der Schwerter, du weißt nicht, das dreht sich so ein bisschen im Kreis und dein Gegenüber hat mit dem Mond, mit so ein paar Vorurteilen oder negativen Erinnerungen zu kämpfen. Das muss nicht aus dieser Beziehung kommen. Das kann auch woanders kommen. Wir haben ja positive Energie. Was haben wir noch? Wir haben die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist das, was eben nicht offensichtlich ist. Das, was man ein bisschen verborgen hält. Die Diebstahlkarte, aber auch das Verborgene, was einem unbekannt ist. Also der Skorpion zieht sich da ein Stück weit zurück.
Und hier haben wir die 7 der Münzen. Da geht es um Details, genau das Gegenteil. Da ist der Rückzug, da ist das genaue Achten auf jedes Detail. Okay, der Hinweis ist die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche bedeutet, was läuft da schief? Und das sollte man jetzt, wenn ich das so sehe, ganz pragmatisch beachten. 8 der Münzen ist ja, wir wollen die Beziehung verbessern, retten, wie auch immer. Das heißt, du sollst dich nicht verausgaben und dein Gegenüber soll nichts Unüberlegtes tun. Dann haben wir bei dir die Irritation oder du weißt nicht weiter, bei deinem Gegenüber negative Assoziationen mit negativen Erfahrungen. Und dann haben wir die 7 der Schwerter, bedeutet, du ziehst dich zurück. Das ist genau verkehrt. Ja? Besser wäre es jetzt, Leute, wir müssen das klären oder mein lieber Partner, meine liebe Partnerin, lass uns darüber reden. Lass uns mal schauen, was haben wir denn jetzt da fabriziert. 5 der Kelche bedeutet ja, ich muss die Blickrichtung ändern. 5 der Kelche bedeutet ja, von dem Verlust weg zur Fülle. Also rumdrehen, 3 Kelche sind umgefallen, 2 stehen noch, dreh dich rum, schau dir die 2 Kelche an und geht mit der 2 der Kelche aufeinander zu. Und das ist die Sonne. Wenn ihr das hinbekommt, ja, egal mit wem du jetzt so liiert bist, wenn ihr die Sichtweise auf die Sache verändert, dann kommt ihr mit den 8 der Münzen und der Sonne genau dahin, wo ihr diese Dinge aufarbeiten könnt. Und das ist der Hinweis für diese Woche. Ich denke, kann dir sehr viel nützen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis bald.